Da einige der Wiesen keinen eigenen Wasseranschluss oder Bohrbrunnen haben, fahren wir regelmäßig Wasser mit Hilfe unseres Defenders und eines großen Kanisters dorthin. Der Wasserkanister hat ein Füllvolumen von 1000 Litern und wiegt entsprechend viel. Das Füllen des Kanisters dauert circa eine Stunde. Danach kann der Anhänger wieder zurück zu den Ponys gebracht werden. Anschließend müssen die Stützen vorne und hinten ausgefahren werden, damit der schwere Anhänger nicht kippt. Das war's. Je nach Wetter und Anzahl der Ponys reicht das Wasser zwischen ein und zwei Wochen.